Die Gemeinde Fischament lud am vergangenen Samstag wieder zum monatlichen Museumstag ein. Vom Stadtturm über die Museumsgalerie bis zum Luftfahrtmuseum war von der klassischen Kunst bis zur Geschichte der Gemeinde für jeden etwas dabei. Heute hat man die Möglichkeit, 5 verschiedene Museen zu besuchen. Eines spannender als das andere. Hier sind wir beim Heimatmuseum, bei unserem Wahrzeichen, und hat 6 Stockwerke zu erkunden. Und es ist voll aufregend, weil ich war vor einem Monat schon am Museumstag hier und habe mir die Fotoausstellung vom alten Forsthaus angeschaut. Kann ich weiterempfehlen, sehr spannend. Bei mir im Fischerturm, das ist das Wahrzeichen von Fischerment, ist das Heimatmuseum untergebracht. Das hat den ganzen Tag geöffnet. Man sieht Objekte aus den verschiedensten Epochen aus Fischerment. Aber ganz speziell heute habe ich ab 14 Uhr das Kinderprogramm und da werden wir hier am Hauptplatz von Fischerment Wäsche waschen, wie aus alter Zeit, mit Waschtrog, Waschrumpel. Die Wäsche werden wir da quer über den Hauptplatz aufhängen. Ich hoffe, es kommen viele Kinder. Ja. Macht man aber auch ein Programm, dass man sagt, man möchte auch die Kinder für die Kultur, für die Geschichte auch hier im Ort begeistern? Als Kinderstadt Fischerment versuchen wir das natürlich immer wieder, Aktivitäten ins Leben zu rufen, die die Kinder ansprechen. Und das ist heute das erste Ferienspiel hier beim Turm mit dem Wäschewaschen, dass die Kinder sehen, da gab es keine Waschmaschine. Da ist man mit der Waschrumpel gestanden und ja, spannende Erfahrung. Weiter geht es zur nächsten Station, der Museumsgalerie. In der Galerie haben wir eine Künstlerin aus dem Nachbarort Enzersdorf, Eva Maria Gallos, mit ihrem Geburtsnamen. Als Künstlerin stellt sie unter Yves S. Stockholm aus. Also zu Beginn widme ich mich eben bezüglich Malerei, eben der Ölmalerei, eben da entstanden einige Werke und natürlich dann auf weiteres eben verschiedenster Techniken, wo eben die Kunst so viel Verschiedenes bietet, und da habe ich mich eben dann diesem angenommen, eben von Ölmalerei, Acryl bis hin zu ganz großformatigen Deko-Objekten, die was bei diversen Veranstaltungen im Hintergrund dann eben gezeigt wurden. Dass Fischerment gleich 5 Museen anbietet, das ist schon beachtlich. Fischerment hat eine große Tradition. Während der Römerzeit waren wir unter Equinoctium bekannt und im vorigen Jahrhundert, 1908, kam die erste militäraeronautische Station nach Fischerment. Das heißt, wir sind sehr eng mit der Luftfahrt verbunden und dürfen uns sozusagen als Luftfahrtstadt fühlen. Fischerment war eine der Wiegen der österreichischen Luftfahrt. Bereits 1910 wurde aktiv an Ballonen geforscht. Obwohl sich die Luftfahrt damals noch in den Kinderschuhen befand, wurden mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs die Arbeiten an verschiedenen Flugobjekten verstärkt. 1999 haben wir begonnen aufzuarbeiten. Es hat bei uns diese Gerüchte gegeben, Zeitzeugen hat es kaum mehr gegeben, ist der größte Windkanal auf der Welt tatsächlich hier gebaut worden und aufgestellt worden, ist die erste Hubschrauber tatsächlich in Fischerment geflogen. Ist der erste Funkübertragung von einem Fluggerät zur Bodenstation, hat das tatsächlich hier stattgefunden. Und in kürzester Zeit haben wir alle diese Dokumente zusammengetragen und das ist die Wahrheit sozusagen, das war wirklich, ist hier passiert. Um diese reichhaltige Geschichte Fischerments den Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen, hat man sich den Museumstag einfallen lassen. Unsere Grundidee dabei ist, nicht an vielen Tagen nur 2 Stunden offen zu haben, sondern einen ganzen Tag den Besuchern die Möglichkeit zu geben, von einem Museum zum anderen zu wandern und einen ganzen Tag sich mit diesem Thema Geschichte von Fischerment zu beschäftigen.